Willkommen bei Computer-Aided Trading. Ich schaue mir hier den Dow an. Für mich sieht das da als schöner Doppelboden aus mit einem tieferen Hoch. Und ich versuche jetzt da die Wende zu traden. Ich muss hier noch ein paar Linien entfernen. Das ist Objekte gehen. Das ist relativ mühsam im MetaTrader. Objects List. Ups. Doch. Die sind relativ mühsam zu löschen. So viel ich weiß, einzeln löschen. Ah, nein, das geht. Man kann da mehrere markieren und da schön löschen. Ich lösche mal da sämtliche Objekte, die haben sich da angesammelt. Die machen natürlich den ja auch langsam. So. Und da habe ich irgendeinen dummen Indikator noch laufen. Den muss ich auch löschen. Lösche ich auch mal. So, mal schauen. Was ist gut da in dieser Situation? Also, oh, da muss ich vielleicht noch ein bisschen das besser anordnen. Der Euro-Dollar sinkt, das ist gut für den DAX. Der DAX steigt, ich bin aber da im Dow mit 10 Kontrakten long. Da schon 68 Punkte vorn. Und jetzt möchte ich mal schauen, ich habe hier den Pivotpunkt. Da kann man vielleicht damit rechnen, dass der Dow mit dieser schönen Wende wieder auf diesen Pivotpunkt zugeht. Take Profit hin. Vielleicht ein bisschen darunter. Und jetzt schauen wir mal. Das sind eigentlich schöne Bewegungen, wie das nach Statistik sein sollte. Vor allem mittwochs hat der Dow große Bewegungen, sonst eher weniger. Da die Close All Up muss ich natürlich. In diesem Fenster läuft nach wie vor der Roboter. Muss ich mal schauen, da irgendein Indikator, den ich mal programmiert habe, der stört und der lässt Messages raus und der bremst mir alles andere aus. Ich muss jetzt noch schnell schauen. Ich auch hier. Den brauche ich momentan nicht. Da gehe ich jetzt nochmals mit 10 rein. So. Ziehe den Stopp los nach unten. Der ist jetzt auch gesichert.
Da sieht man die Bilanz plus 116. Mal schauen, gehe ich dann nochmals lang wieder mit 30 wie gestern. Ah, und da hat der Roboter wieder gekauft. Der sucht auch zuverlässig. Aber eben nur, wenn es genügend Bewegung hat. Am Montag hat er Verlust gemacht, aber jetzt macht er Gewinn. So, mal schauen. Mit Close All, mit diesem kleinen Programm, kann ich alle Trades löschen. Was ich jetzt auch noch machen muss, ist den Future betrachten. Das ist immer sehr sinnvoll. Ich schaue mir den Future Ninja Trader an. Ich glaube, da ich da den Future anschaue, da haben wir einen Widerstand oder einen Support. Und jetzt fragt sich, ob dieser hält. Hier haben wir den Polaritätswechsel. Das sieht ganz danach aus. Im 5-Minuten-Chart. Ja, das sieht da schon sehr danach aus, dass es da wieder zurückgehen könnte, dass dieser Trog gefüllt werden könnte. Zeige das an. Durchaus auch 18,850 dürfte gut erreichbar sein, vermute ich. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Meist kommt das anders, als man denkt. So, jetzt da nochmals nach Kohle nachwerfen ins Feuer. Und ups, jetzt habe ich da, ups, 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 doppelt geklickt und bin ich insgesamt mit 40. Das ist schon ein ziemliches Risiko. Und Sie sehen hier, 40 Kontrakte brauchen eine Margin von 7.000. Und da, da verhält es sich nicht so brav. Wie gewünscht, aber mag da wohl schon nachziehen. Da ist das höhere Tief und das kann da schon noch ein bisschen nach unten kommen. Aber ich denke, das ist
ziemlich sichere Sache, obwohl ich da jetzt wahrscheinlich noch recht in die roten Zahlen gerate. Es ist jetzt erst 7.44 Uhr, es ist ein bisschen früh für eine solche Wende, aber die sieht da auch schon sehr ausgeprägt aus. Aber ich mache mich bereit, dass ich das im Notfall killen kann. Im Ninja Trader eigentlich klar, dass es nach oben geht. Oder habe ich irgend so einen Indikator eingestellt, der mir was Komisches anzeigt? Mal schauen, wo ich den loswerden kann. Ist da irgendein... Ups. Schauen, ob ich den loswerden kann. Ah, jetzt sind diese komischen Punkte weg. Weiß nicht, was das war. Immer braucht das Geduld. Da das Konto schwankt da zwischen positiv und negativ. Und man muss halt das eingesetzte Geld als Werkzeug betrachten. Da muss ich noch den Stop-Loss setzen. Zumindest den Stop-Loss. So. Da, oh, im negativen minus 68. Jetzt mal schauen, da ist. Ich bin jetzt bei 52 und das ist 45, das sind 7 Punkte mal 40, 280 Euro. Also rund 300 Euro Risiko liegt da drin. Also wenn der nicht so tut, wie er soll, dann gibt es einen herben Verlust. Andererseits, da liegt eine Strecke von... Ja, sicher 25 Punkten drin. 25 mal 40. 4 mal 500. Ja, das wären 1000 Euro. Ups, da sieht es natürlich jetzt nicht so schön aus. Die Stops sind ein bisschen zu nahe.
wir noch ein wenig Luft. Es ist dann ärgerlich, wenn wir ausgestoppt werden und dann nachher steigt er wieder an. Ist das noch vertretbar? Ja, das ist schon vertretbar. Also das sind keine 20 Punkte Stopp. Das ist für den Dow Jones relativ wenig. Da sehen wir. Dieser Support hält. Wir sind da goldrichtig, also kaufe ich nochmals nach. Und ziehe den Stopploss nach unten. So. Gut. Jetzt höre ich eine Weile auf mit Filmen. Das ein bisschen langweilig ist.